Hallo zusammen, das ist die erste Folge vom Format Frag Simi. Da geht es darum, dass ihr mir Fragen stellen könnt. Als erstes bin ich gefragt worden, ich muss da ein bisschen ablesen von meinem Laptop. Als erstes bin ich gefragt worden, warum redest du nicht über deinen Beruf, über deine Familie oder über deine Beziehung? Über meine Beziehung oder meinen Beziehungsstatus rede ich nicht, weil ich finde, dass das eigentlich mein Privatleben ist und das geht niemandem etwas an, wenn ich natürlich auf der Straße bin und mit irgendjemandem rumlaufe und das offenbar mein Partner könnte sein, dann ist das absolut okay, aber ich muss da nicht irgendwie in die ganze Welt rausschreien, ob ich jetzt da Freund habe oder nicht. Mein Beruf ist etwas, ich habe schon mehrmals gesagt, ich arbeite im Gesundheitswesen und das muss einfach länger. Ich habe mit Patienten zu tun und darum werde ich einfach wirklich meinen Beruf auf die Seite lassen, das einfach auf die Seite stossen und wenn ich auf YouTube bin, dann bin ich auf YouTube und wenn ich im Privatleben bin, dann habe ich meinen Job, habe zu lernen, habe meine Familie und eine Beziehung. Und das ist etwas, was ich finde, dass das einfach nicht aufs YouTube gehört, meiner Meinung nach. Es gibt sicher andere, die das absolut öffentlich teilen mit ihren Zuschauern und das auch völlig in Ordnung finden und ich finde es auch völlig in Ordnung. Meine Entscheidung ist einfach so gefallen, dass ich das wirklich weitgehend tue, außerhalb von YouTube. Leben. Dann bin ich gefragt worden, ob ich inzwischen auch schon erkannt werde auf der Straße. Und da kann ich eigentlich direkt sagen, nein oder besser gesagt, jein. Es ist so, dass wenn ich erkannt werde, dann ist es meistens, weil irgendjemand die Person auf mich aufmerksam gemacht hat, weil die Person mich dann halt schon kennt und das irgendwie in ihrem Bekanntenkreis weitergeben. Und irgendwie so kommen die dann auf mich zu. Dann bin ich gefragt worden, ob ich weitere Projekte im Kopf habe, wie zum Beispiel das mit dem MS Risotto essen oder mit dem Video Mobbing. Ja, also das habe ich immer wieder im Sinn, so Sachen zu machen. Es ist natürlich auch in meinem Interesse, auf so verschiedene Organisationen oder verschiedene Krankheiten oder Menschen mit verschiedenen Lebenssituationen aufmerksam zu machen. Aber auf meinem Channel geht es halt auch sehr oft um Comedy, um irgendetwas Lustiges. Aber ich habe sicher irgendwann wieder mal so etwas vor, aber mein Channel ist sicher nicht in erster Linie irgendein Benefits-Channel. Dann bin ich gefragt worden und ich soll ihn unbedingt grüßen. Das ist der Lukas Pöbler. Ich denke nicht, dass der so heisst, aber er hat gesagt, ich soll ihn bitte grüßen im Video und ja, ich grüße dich. Und du hast noch gefragt, wieso dass ich Militärvloggereien nicht fix in mein Programm aufnehme. Ja, das ist sicher eine gute Idee und ich weiss, dass es wahrscheinlich einige von euch begrüßen würden, aber wie ich schon mehrmals betont habe, YouTube ist nicht mein Beruf. Ich habe nicht jeden Tag mit YouTube zu tun. Ich habe vor allem, wenn ich Videos bearbeite, das ist eigentlich in der Regel am Wochenende und das ist eigentlich der Samstag, den ich für das brauche. Ja, ich möchte halt einfach andere Sachen auch noch auf meinem Channel deponieren. Dann ist noch ein Kommentar auf YouTube. Ich soll doch mehr Videos machen oder einfach ein Video machen, wo ich nochmal so Geschichten erzählen würde. Ja, ich weiss, das ist sehr gut angekommen und ich hatte auch Rekruten, die darauf reagiert haben, die gesagt haben, ja, ich weiss noch voll und ja und so. Es hat wirklich Rekruten gegeben, die sich dort wiedererkannt haben oder sich in dem Zug quasi befunden haben damals, wo die Begebenheiten waren. Und das war auch sehr lustig, weil so ist man auch wieder miteinander ins Gespräch und hat wieder den Kontakt zueinander aufgebaut. Aber es kann sicher sein, dass ich vielleicht irgendwann mal wieder so ein Extra machen würde. Ich tue es sicher nicht ausschliessen oder einfach sagen, nein, das mache ich nicht mehr. Aber es wird keine Militär-Vlog-Reihe in dem Sinn mehr geben, weil die habe ich jetzt gemacht, die habe ich abgeschlossen. Dann war die Frage, wie meine Freunde oder Familie auf mein Hobby YouTube reagiert haben. Die Frage ist übrigens dreimal gekommen. Also es interessiert dich, glaube wirklich, was mein Umfeld so sagt zu meiner Sache da mit YouTube. Ja, also ganz am Anfang habe ich es eigentlich nur an meine engsten Freunde erzählt. Und ja, das sind irgendwie 4-5 Leute gewesen, die es gewusst haben und haben auch die Videos ein bisschen beobachtet. Ich habe am Anfang halt schon recht die Werbetrommel geschwungen. Eine Kollegin von mir hat auch die Seite Simolila auf die Beine gestellt und hat die auch betrieben. Und ich habe dann, glaube ich, 2 oder 3 Wochen später habe ich die Seite selber übernommen und habe sie seither selber unterhalten. Weil es einfach, ja, da kann ich gerade direkt mit euch kommunizieren und es läuft nicht über irgendeine andere Person. Weil ich auch am Anfang gar nicht so eine Seite wollen machen. Ich fand, es ist ein bisschen übertrieben. Obwohl ich jetzt festgestellt habe, dass es doch relativ gut ankommt bei euch und ihr auch mit mir den Kontakt könnt pflegen könnt.
Und ich zu euch. Mein Umfeld hat eigentlich sehr positiv darauf reagiert und auch Leute, die mich schon länger kennen, aber nicht weiss ich, was für einen engen Kontakt zu mir haben, haben die Videos anschauen und schätzen das, was ich mache und haben Freude, wenn wieder ein neues Video kommt. Also von dem her, ich find's cool, habt ihr mich so unterstützt von Anfang an. Ja. Schneidest du deine Videos selber? Ja, ich schneide meine Videos selber. Ich suche auch die Musik selber suchen im Internet. Also auf dem YouTube gibt es die Tools, wo man Musik suchen kann, weil man darf ja auch nicht jede Musik auf YouTube aufladen, weil sie halt geschützt sind. Und dann irgendwann kann es einfach sein, dass das Video stumm geschaltet wird oder ja, einfach ab dem Netz genommen wird. Und das wäre die ganze Arbeit, wäre echt für die Katze. Und das würde mich dann relativ anschiessen. Ja, darum, ja, ich schneide alles selber und ja, es nimmt auch sehr viel Arbeit in Anspruch. Es ist eine sehr grosse Arbeit, die dahinter steckt. Darum ist es halt wirklich einfach nicht möglich, dass ich mehr Videos aufladen kann. Da komme ich nämlich schon zur nächsten Frage. Es hat nämlich jemand gefragt, wie wäre es, wenn du jeden zweiten Tag ein Video aufladen würdest. Nicht so aufwendig, aber wenigstens ein bisschen mehr Videos. Ich höre dir nämlich sehr gerne zu. Ja, danke vielmals, das freut mich sehr, dass dir das gefällt, was ich mache. Aber nochmal, ich glaube, ich sage das Video noch etwa 20 Mal, YouTube ist nicht mein Beruf. Und ich habe sicher Freude daran, ein Video aufzunehmen, aber ein Video aufzunehmen ist die kleinste Sache. Also jetzt hier sitzen und mit euch zu reden, das ist der kleinste Teil von dem ganzen YouTube-Zirkus. Das ist wirklich die kleinste Arbeit. Die grösste Arbeit ist eigentlich das Schneiden, den Ton dazu, das Bild richtig schneiden, den richtigen Schnitt am richtigen Ort zu haben und dann irgendwelche Effekte noch rein zu tun. Und ich bin ganz ein kleiner YouTuber, ich mache das wirklich noch nicht lang und ich mache das auch noch nicht so professionell. Und dann gibt es deren, die machen da wirklich, die machen das als Beruf. Also die sind da wirklich von morgen bis abends sind die eigentlich am Videos aufnehmen und Videos schneiden und natürlich auch ganz verschiedene Effekte drin. Und darum sage ich mir einfach, nein, ich habe die Zeit nicht und unter der Woche bin ich, wenn, dann höchstens einmal irgendetwas am Vloggen. Aber meine normal grosse Kamera, mit der, die ich jetzt gerade filme, die wird unter der Woche eigentlich nie vorgenommen. Weil wirklich unter der Woche ist mein Studium an erster Stelle und das bleibt an erster Stelle und das ändere ich auch nicht. Ob ich vorhabe, YouTube irgendwann beruflich zu machen? Nein, um Himmels Willen. Das kann man auch irgendwo durch, gar nicht aus der Schweiz. Und vor allem, ich rede Schweizerdeutsch mit euch. Und nein, also das habe ich definitiv nicht vor. Ich mache es wirklich zum Spass. Ich habe Freude daran, an dem, was ich mache. Also nein, ich mache es sicher nicht beruflich. Und es ist auch wirklich nicht mein Ziel. Ich habe auch noch Komplimente bekommen, ganz viel, dass meine Videos inzwischen qualitativ hochwertiger geworden sind, dass es immer mehr Spass macht, mir zuzuschauen und zuzuhören. Und das Danke möchte ich eigentlich euch zurückgeben, weil es sind immer sehr viele Tipps, die kommen. Also es kommen auch Leute, die mir sagen, hey, ich hätte sonst noch das und das, wenn du willst, kannst du das und das auch mal ausprobieren. Ich habe auch den Rat angenommen von verschiedenen Leuten, mir ein Mikrofon zuzutun. Ich habe es auch daheim. Jetzt, also jetzt auch. Ich habe das ja beim Video mit Duigu und Andrea schon gebraucht. Und das hat sehr viel gebracht, weil ich finde, der Ton ist einfach besser und näher. So kann ich halt auch weiter weg mit euch reden. Und es ist einfach ein saubererer Ton, finde ich jetzt. Dann bin ich etwa 6 Mal gefragt worden, muss ich noch zählen, 5 Mal gefragt worden, ob der Stefan von Kochen und Lifestyle, mit dem, wo ich das Kochvideo gemacht habe, ob das mein Freund sei. Und dann hat jemand noch gefragt, wenn ich einen Freund hätte, ob ich mit dem ein Video drehen würde. Also relativ clever, oder? Das ist noch ganz eine clevere Frage. Und die erste Frage lasse ich wirklich einfach weg, weil es ist, wie ich vorher schon angetönt habe oder gesagt habe, ich rede nicht über meinen Beziehungsstatus und das bleibt auch dabei. Dementsprechend werdet ihr auch nicht wissen, ob ich mit meinem Freund ein Video machen würde oder nicht. Ich werde in Zukunft sicher öfters mal ein Video machen mit dem Stefan oder auch mit anderen männlichen Wesen auf dem Planet, den ich kenne. Und vielleicht ist einer von denen mein Freund. Keine Ahnung. interpretiert rein, wo ihr irgendetwas rein interpretieren wollt. Viel Spass! Dann bin ich 2 Mal gefragt worden, ob und inwiefern mich das Militär verändert hat. Ja, also ich finde, das Militär hat mich extrem verändert. Und mit extrem meine ich extrem. Ich bin sehr, sehr selbstbewusst geworden. Ich bin eigentlich schon immer eine relativ selbstbewusste Person gewesen.
habe aber durch die Armee halt doch noch einen Tacken mehr an Selbstbewusstsein zugelegt. Ich habe auch gelernt, dass in der Armee halt einfach manchmal Leute einfach sind, wie sie sind. Und ich habe als Kind eigentlich auf den Weg mitbekommen, jeder Mensch wird so genommen, wie er ist. Und meine Eltern haben mir auch immer gesagt, hey, jeder Mensch hat einfach eine gute Seite und die muss man sehen. Und ich war halt doch immer ein Mensch, der sich teilweise sehr schnell über irgendetwas aufgeregt hat, aber in der Armee habe ich dann einfach gelernt, dass es einfach auch gar keinen Wert hat, dass es auch gar nichts bringt, wenn ich jetzt da mich irgendwie nerve ob irgendjemandem. Und klar, es kommt heute auch noch vor, dass ich mich teilweise über etwas aufrege. Hast du eigentlich alles in Violett? Ja, eigentlich ja. Alles, was möglich ist, in Violett zu haben, habe ich, glaube ich, in Violett. Würde ich jetzt mal so behaupten. Es ist eigentlich schon so, wenn ich etwas mir zutue, dann schaue ich eigentlich immer, gibt es in Violett. Und wenn nicht, dann gibt es in Pink. Und wenn es auch nicht in Pink gibt, dann kaufe ich es irgendeiner anderen Farbe. Dann die letzte Frage. Es ist gefragt worden, ob ich mal eine Roomtour machen durch meine Wohnung. Nein, das ist meine Wohnung. Ihr seht immer kleine Teile von meiner Wohnung. Und ich glaube, die ganze Stube habt ihr schon gesehen, meine Küche habt ihr schon gesehen. Und ich glaube, das langt. Also ich finde, was ist spannend daran für euch, wenn ihr seht, wie mein Schlafzimmer aussieht, wie mein Badzimmer aussieht? Ich weiss nicht, ich finde, ja, nein, ich finde nicht, dass ich jetzt eine Roomtour machen muss durch mein Zuhause. Das, nein. So, und das war es vom ersten Frag-Simi-Video. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spass gemacht, ihr habt ein bisschen etwas über mich erfahren. Ich habe heute alle Fragen genommen, die ich bekommen habe, weil es ist wirklich keine Frage dabei war, wo ich sagen musste, hey, das geht gar nicht. Ihr dürft mir in Zukunft ebenfalls Fragen schicken. Es ist nicht so, dass jetzt heute jede Frage von einer Person gekommen ist. Bei den heutigen Fragen sind eigentlich ein paar Leute, die irgendwie 3 oder 4 Fragen gleichzeitig gestellt haben. Ihr dürft das also auch machen, weil ich versuche wirklich nachher jede Frage zu beantworten. Seid mir nicht böse, wenn ihr vielleicht einmal eure Frage nicht drin vorkommt, aber ja, vielleicht schreibe ich euch einfach auch so zurück. Gut, dann wünsche ich euch eine ganz gute Zeit und die nächste Frage Simi gibt es am ersten Wochenende, also am ersten Samstag vom Dezember dann. Bis gleich, tschüss!